Hallo alle zusammen, der Simme hier von Pyrox Games. Willkommen zu einem neuen Tutorial von Eve Echoes. Und heute dreht sich alles rund um das Verkaufen auf dem Markt, denn das ist mit einer der liebsten, schönsten, einfachsten und schwierigsten Dinge zugleich. Es ist eine Wissenschaft für sich und Händler, nur richtige Händler können da, glaube ich, die Wirren des Marktes kennen. Nichtsdestotrotz gibt es immer wieder die Fragen, gerade im Spiel, wie verkaufe ich denn überhaupt irgendwas oder wie kaufe ich irgendwas? Und deswegen möchte ich euch jetzt in diesem Tutorial ein bisschen erklären dazu, wie das Ganze so funktioniert mit Kaufen, Verkaufen, wo geht das Ganze, was gibt es zu beachten und. Aber alles am Anfang. Bevor ihr euch Gedanken darüber macht, wie verkaufe ich und wie kaufe ich, müsst ihr zuerst einmal klären, welchen Status im Spiel besitzt ihr. Besitzt ihr den Status Alpha oder Omega? Also seid ihr reine Free-to-Play-Spieler oder seid ihr quasi bezahlende Kunden, die sich einen Omega-Klon geholt haben. Das geht im Übrigen auch über das Kaufen, dazu aber vielleicht in einem anderen Video auch nochmal mehr. Also ihr könnt euch am Markt Plex kaufen und Omega-Spielzeit haben, kann man dann nochmal was anderes zeigen. Und wenn ihr das habt, dann habt ihr eigentlich gar keine Einschränkung, ne? Omega ist quasi, ihr könnt alles machen, wie ihr Bock drauf habt. Wenn ihr aber ein Alpha-Klon seid, dann habt ihr Einschränkungen. Und zwar die gravierendste Einschränkung ist tatsächlich, dass ihr nur an diesen sogenannten nahegelegenen Handelszentren verkaufen könnt. Handelszentren sind sogenannte ITCs, also ITC, Interstellar Trading Center. Ihr werdet merken, in Eve Echoes wird sehr, sehr viel Englisch gesprochen, deswegen gewöhnt euch gleich an, das sind ITCs, Interstellar Trading Centers. Nur dort kann man als Alpha-Klon verkaufen. Wenn ihr das machen wollt, packt ihr alles, was ihr habt, was ihr verkaufen wollt, in euer Schiff, in euren Schiffshangar. Klickt hier im Markt auf nahegelegene Handelszentren und wählt euch dann euer, ja, quasi das naheliegendste Handelszentrum aus. Wählt das aus, klickt drauf und sagt hier als Ziel festlegen und springt da dann hin via Autopilot. Könnt ihr natürlich auch manuell machen, wenn euch das, wenn ihr euch die Muße geben wollt. Aber auf jeden Fall fliegt dort zum Handelszentrum und dann könnt ihr dort ausladen und eure Sachen verkaufen. Beim Kaufen und Verkaufen gibt es zwei Dinge, die sich quasi ja schon in Eve Online etabliert haben. Und das Prinzip ist auch hier gleich. Es gibt zwei Kategorien. Es gibt einmal Buy Orders und Sell Orders. Das sind auch wieder englische Begriffe und das bedeutet nichts anderes als Kaufangebote und Verkaufsangebote. Und damit ihr erstmal so eine Ahnung habt, was das denn eigentlich ist, fangen wir an mit den Kaufangeboten. Denn das ist wichtig, um zu verstehen, wie hinterher die Verkaufsangebote funktionieren, also wie ihr letztendlich am Markt etwas verkaufen könnt. Denn in Eve Echoes geht alles damit los, dass man etwas kaufen möchte, dass irgendjemand im Spiel etwas kaufen möchte. Und zwar, wenn jetzt irgendjemand, wenn ihr das seid oder ein anderer Spieler, sei es jetzt ein, zum Beispiel ein Producer, so wie meiner einer, und der braucht Materialien oder euch ist ein Schiff geplatzt, ihr braucht Module oder was auch immer, dann entsteht ja ein gewisser Bedarf am Markt. So, und wenn ich jetzt sage, ich habe hier zum Beispiel Blaupausen für eine MK3 Hobgoblin, also sprich Drohne, dann kann ich mir angucken, okay, was brauche ich, um das herzustellen? Und wenn ich jetzt sage, okay, ich bräuchte jetzt hier zum Beispiel dieses Lucent Compound hier, ja, dann kann ich mir die Details aufrufen lassen, kann hier auf Markt klicken und kann mir angucken, okay, wer verkauft das alles? Aber um das Verkaufen soll es ja gerade nicht gehen, sondern es geht um das Kaufen, denn anstatt einfach hier auf Kaufen zu klicken, ja, hier zack, bumm, kaufen, abholen, zack, fertig, geht es auch einfacher. Wenn man sich nämlich anguckt, hier 240 ISK ist der Preis hier momentan in Osvestmunur und bei meiner Station, auf der ich mich befinde, sogar für 350. Dann sieht man, das ist natürlich schon eine Spanne und es variiert natürlich von Station zu Station, wo man ist. Und da ich mich in diesem ITC Nakugard hier befinde, wird mir das auch als erstes oberstes angezeigt. Ob das jetzt billiger ist oder teurer, das sei jetzt mal dahingestellt. Aber es gibt zumindest, dann weiß man, was am Markt da vorhanden ist.
So, jetzt gehen wir mal so im Schnitt, scrollen wir mal so ein bisschen durch. Also sagen wir es mal so, im Schnitt so um die 300 ISK kostet es, wenn man es momentan kaufen möchte am Markt. Also selber kaufen möchte. Wenn ich es direkt kaufe, könnt ihr das so machen. Es gibt, wie gesagt, aber auch diese Kauforder. Das sind diese hier. Wenn ihr hier links an der Seite, könnt ihr für Verkäufer und Käufer wechseln. Und hier seht ihr dann etwas anderes. Dann sind dann hier nämlich 28 Sprünge in Halloween, Stückpreis 370. Und dann kann man mal so gucken, was ist an der eigenen Station eventuell vorhanden. Und wenn nichts vorhanden ist an der eigenen Station, na, dann hat man Glück, dann ist man der Erste und kann quasi den Preis definieren. Und ansonsten orientiert man sich an dem, was ist der höchste Preis, und geht nochmal ein Stückchen drüber. Dann geht man hier auf Erwerb beginnen und hier ist das jetzt 180. Ironischerweise ist das mein eigenes Angebot. Ich werde jetzt natürlich nicht mein eigenes Angebot überbieten, aber damit ihr wisst, 180 ist jetzt hier an meiner Station, ist jetzt quasi mein Preis. Und wenn ich jetzt hier sage, okay, ich möchte das jetzt kaufen, dann wähle ich jetzt hier den Stückpreis aus. Er errechnet, also das Spiel errechnet so einen Durchschnittspreis, Stückpreis maximal in der Region und so. Wie auch immer der das errechnet, das ist egal, ihr wollt das manuell machen. Und um ja ein bisschen höher zu sein, um als erstes derjenige zu sein, der es bekommt, setze ich jetzt hier zum Beispiel 181 an als Preis. Dann sage ich noch, wie viel möchte ich denn jetzt kaufen? Ich sage jetzt einfach mal, es waren 611, um da die Drohnen herzustellen. Zack, mach 611. Dann wird mir angezeigt, der Gesamtpreis 118.000 ISK an der Lieferadresse Nakugat. Das ist dann also das ITC, an dem ich mich befinde. Wenn ich jetzt auf Bestellung klicke, dann wird dieser Auftrag, diese Buy Order im Markt platziert und bleibt dort so lange, bis jemand kommt und etwas verkauft. Ja, und deswegen sage ich, wir fangen zuerst an mit dem Kaufen. Denn wo niemand etwas kaufen möchte, kann man auch nichts verkaufen. So, jetzt haben wir hier erstellt, 180 ISK ist der Kaufpreis dafür, also an dieser Station. Und man sieht auch schon, man kann für den einen oder anderen, der gewiefte, sieht schon, hier ist ein Stückpreis für 370 ISK, Anzahl 611. Na, das könnten vielleicht auch Hobgoblins sein, die der da produzieren möchte. Und wenn der Markt sich aktualisiert, ach, wird aktualisiert in 24 Sekunden, das ist super. Und dann kann man dann sehen, okay, es gibt Verkäufer, die verkaufen es für 240 und es gibt an anderer Stelle welche, die kaufen das für 370. Dann hat man eine Gewinnspanne von 130 ISK pro Stück, ne, kann man sich rechnen, kann man mitunter ganz gute Gewinne machen. Also sowas, das ist schon die erste Form des Handels. Okay, jetzt wissen wir, wenn ich etwas kaufen möchte, gibt es die Möglichkeit, entweder ich kaufe es mir direkt über jemanden, der es verkauft, und zwar über eine sogenannte Sell Order, und das zeige ich euch jetzt als nächstes, oder ich setze es für meinen eigenen Preis rein und sage, okay, an meiner Station möchte ich es zu einem gewissen Preis einkaufen. Was dann mit Manipulation und späterer Bearbeitung kommt, kommen wir auch noch dazu. So, jetzt habe ich gesagt, okay, diese 180 ISK, ich habe jetzt hier 8 Stück zum Beispiel, die habe ich über meine Buy Order schon bekommen. Jetzt kann ich sagen, ich verkaufe. Und dann wählt der Computer hier einen Preis aus, einen, ich weiß nicht, wie er das errechnet, auf jeden Fall einen Stückpreis, der quasi am Markt platziert wurde, der wahrscheinlich auch mit meiner Order hier am besten konform geht. Das heißt, das wären hier 37 ISK, wäre jetzt quasi, wenn ich es direkt sofort verkaufe, als große Menge. Ich kann jetzt auch hier meinen Stückpreis eingeben und ich kann jetzt mal gucken, was passiert bei 180 ISK. Okay, bei 180 ISK sagt er, keine passenden Käufer in dieser Region. Die Bestellung wird nicht sofort abgeschlossen. Ist ein bisschen strange, das funktioniert noch nicht so ganz hundertprozentig. Unter normalen Umständen sollte er das jetzt eigentlich an meine Buy Order verkaufen. Unter normalen Umständen. Und im Regelfall ist das tatsächlich auch so, dass an die höchste Buy Order verkauft wird. Also man gibt dann hier quasi, er nimmt die Buy Order, die höchste, die an dieser Station vorhanden ist, und ruft den Preis auf. Wenn es das nicht gibt, dann wählt man hier selber einen Verkaufspreis aus
und wählt zum Beispiel, was hatten wir hier, 240 oder sowas, könnte ich jetzt hier 240, drücke auf OK, dann gibt er mir wieder die Prognose, es gibt keinen, der das zu dem Preis in dieser Region einkauft. Okay, und dann drücke ich auf Verkaufen und dann werden diese 8 Lucent Compound im Markt platziert, so wie wir das quasi eben in den Marktdetails auch schon gesehen haben. Ja, also hier für 240, diese 3194 schieß mich tot, das ist dann quasi, wird dann hier platziert und jemand anders, der es kaufen möchte, über so eine Buy Order, über so eine Sell Order, kann das hier so kaufen. Er drückt auf Kaufen und kauft das direkt von mir. So hat man so einen Austausch Buy Order, Sell Order. Also wenn ich etwas für, ich sage jetzt tatsächlich mal, mehr Gewinn verkaufen möchte, dann setze ich so eine Verkaufsorder. Ich muss dabei aber in Kauf nehmen, dass es durchaus relativ lange dauert, bis ich das Ganze verkauft bekomme. Ja, also wenn ich jetzt nochmal gucke und gucken, ob ich hier den Urheber mit den 37 ISK hier noch finden kann. Das ist ja strange. Das ist hier der hier für 1250. Das wäre der mit Stückpreis 37. Warum auch immer er jetzt nicht meine 180 hier als Top-Majorität nimmt. 603. Ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht so richtig, warum er das jetzt tut. Aber eigentlich müsste er an die 180 verkaufen. Gut. Das ist quasi das Grundprinzip Buy Order, Sell Order. Wenn ihr jetzt am Markt etwas platziert habt, so wie ich jetzt hier meine Aufträge, ich habe zwei Aufträge, ich habe einen Verkauf, eine Sell Order gemacht, ne? Also man sieht, das wird automatisch für 29 Tage eingestellt. Ich habe jetzt hier eine Venture für 875.000 eingestellt. Jetzt kann ich mir quasi im Markt, kann ich jetzt einfach mal gucken, hier über Industrial, gucke ich mir das jetzt mal raus, die Venture, okay. Wie sieht denn momentan die Lage aus? Na, da checkt man dann hier, Nakugard Station 1 Million sogar. Okay, dann scrollt man mal weiter runter, guckt irgendwann, wo ist hier denn Station, holt sich die nächsten Preise, zack, 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 zack. Verkaufen. Irgendwo kommt Station, da 850.000 auf der Station, 875, das ist meine. Also es gibt hier jemanden, der hat sie für 850.000 drinne stehen auf dieser Station. Gut, jetzt könnte man dann sich den allgemeinen Preis mal angucken. Hier sind es jetzt 800.000. Der Preis ist ziemlich in den Keller gegangen, anscheinend in den letzten 12 Stunden. Und das bedeutet, ich muss meinen Preis jetzt oder kann meinen Preis jetzt anpassen, um dafür zu sorgen, dass jemand anderes mein Produkt eher schneller kauft. Das heißt also, ich gehe jetzt hier auf das Ding drauf, mal klicke einmal auf meine Verkaufsware oder auch durchaus hier auf meine Kaufware und drücke auf das Bearbeiten-Symbol hier hinten und kann jetzt hier zum Beispiel 825.000 eingeben. So, dann muss ich eine gewisse Gebühr bezahlen. Okay, das nehme ich jetzt in Kauf. Das ist eine sogenannte Maklergebühr und jetzt steht da für 825.000 drin. Die Chancen steigen also, dass ich es verkauft bekomme. Und man muss aber ein bisschen aufpassen. Dasselbe gilt auch beim Kaufen. Ich kann jetzt hier, wenn ich feststelle, oh, da sind jetzt ganz viele Leute, die haben ein höheres Gebot abgegeben, dann kann ich das hier bearbeiten und kann hier meinen Preis justieren und anpassen, wie ich das gerne hätte. Ja, jetzt habe ich es ab. Okay. Man kann es auch abbrechen, wie man sieht. Okay, dann kann ich das jetzt eben nochmal einstellen, dann habt ihr das auch gesehen. Also ich kann jetzt hier, na, machen wir es nochmal ganz schnell. Da, Erwerb und für 180 und ich brauche 603, weil 8 habe ich schon, bestellen, fertig. So, jetzt habe ich sie. Jetzt habe ich die Bestellung wieder drin. Also so macht man das Ganze. Man muss ein bisschen beachten bei der ganzen Marktgeschichte, dass man auch Skills dafür benötigt. Und zwar ist das Handel. Es gibt Handelsskills, denn alles, was irgendwie am Markt zu tun hat, hat mit Handel und mit Buchhaltung zu tun. Zum einen gibt es ein gewisses Limit an Marktaufträgen, die man platzieren kann. Und je nachdem, wie gut eure Handelsfähigkeit ist, umso mehr Angebote könnt ihr am Markt reinstellen. Es lohnt sich also, wenn ihr relativ viel verkauft,
das Ganze zu machen. Dasselbe gilt für die Buchhaltung, die reduziert eure Marktmaklergebühr, denn für jede Transaktion, die ihr am Markt tätigt, müsst ihr eine Maklergebühr bezahlen. Und die fällt entsprechend je nach Volumen aus. Also wenn ich jetzt sage, ich habe hier eine Maklergebühr, das sind diese 30.000, das sind dann das ist ein gewisser Prozentsatz, und je mehr ihr an dieser Maklergebühr spart, umso mehr Gewinn habt ihr letzten Endes auch zur Verfügung. Im richtigen großen EVE Online kommen dann noch ein paar mehr Skills dazu. Wer weiß, vielleicht kriegen wir das in EVE Echoes auch noch. We will see. Aktuell sind aber halt nur diese Skills vorhanden. Und ja, genau. Da lohnt es sich zumindest ein bisschen was rein zu investieren, damit man mit ein bisschen mehr dabei rausgeht und nicht gleich richtig abdrücken muss. So viel ist zum Thema Markt, das ist quasi das Thema Buy Order, Sell Order. Ich hoffe, dass ihr jetzt ungefähr einen Eindruck davon bekommen habt, wie das Ganze funktioniert. Wenn ihr sagt, hey, das war mir nicht ganz klar, auf alle Fälle unten in den Kommentaren reinschreiben. Ich beantworte euch das auf jeden Fall und andere Leute mit Sicherheit auch. Ansonsten empfehle ich euch auch meinen Community-Discord-Server. Link findet ihr in der Beschreibung. Auch zu den anderen Social Media, zu Facebook, zu Twitter, zu allem drum und dran. Könnt ihr gerne machen, wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt. Und eine Bitte habe ich ganz zum Schluss, nämlich: ich muss wissen, was für Tutorials euch interessiert, was wollt ihr wissen zu EVE Echoes, und deswegen schreibt mir doch bitte in die Kommentare, was für Tutorials wollt ihr gerne so als nächstes haben, und dann kann ich das entsprechend machen. In diesem Sinne bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen, hoffe, es hat euch gefallen, deswegen Daumen hoch, Kanal abonnieren, und dann sehen wir uns wieder beim nächsten Mal hier zu einem weiteren Guide oder einem Info-Update zu EVE Echoes. Bis dahin, ich bin der Simme. Vielen Dank fürs Einschalten. Stay tuned. Ciao.